Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nee, eigentlich aus dem Tropensektor Nummer 2, wo wir vor einem neuen Boss stehen. Ja stimmt, das habe ich vergessen. In die Richtung geht zu einem neuen Boss. Und wer dieser neue Boss ist, das finden wir jetzt wohl heraus. Bäm. Ach nee, Moment. Der Charge Beam ist dafür jetzt viel besser. Wenn man jetzt nämlich davor steht, kann man das machen und dann ist man schneller drin, als wie mit Raketen. So, und der Boss ist ein großer Stabmixer. So, es ist ein Stabmixer. Bäm, 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 bäm. So, ein bisschen ins Auge, ist immer schön. Und mehr können wir eigentlich nicht machen. Hey, es hüpft. Bäm, bäm, bäm. Ja, hast wohl gedacht, du kannst mich hier beschützen, ne? Bin ich eigentlich wirklich der Einzige, der denkt, das Ding sieht aus wie ein Kondom? Ich meine, das ist jetzt doch nicht mal was Kindisches. Es ist einfach, es sieht aus wie ein Kondom. Ein Kondom mit, weiß ich nicht, Noppen oder Lametta oder keine Ahnung was. Ich meine, ich könnte es jetzt auch einfach so stehen lassen und ihr schreibt dann, oh, das sieht aus wie ein Kondom, voll lustig. Aber, naja. So, jetzt kommt wieder hier der X-Kern, der ist aber gar nicht mal so schwer. So, ach, warum blinkst du denn noch? So, bam, und wir bekommen den High Jump und den Springball, was ich sehr nett finde. Ach ja, der High Jump. Kann man damit eigentlich höher springen als wie mit dem High Jump in Zero Mission? Irgendwie kommt er mir so floaty vor. Ich weiß nicht warum, aber... Oh, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ja komm, speicher den Shit. Speichern. Wunderbar, 50 Missiles, den High Jump. Und 4 Energy Tanks, damit kann man ja leben. Och, Samus. Machen wir es halt so. Ah ne, da gab es die Powerbomben. Da wollen wir also nicht lang. Ach ihr... Bäm, 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 bäm. Kam da noch einer? Nein, gut. Oh, wir können hier gar nicht lang. Na, das ist doch nett. Wer das wohl war, doch nicht etwa das SAX? Mann, ich glaube, jetzt gehe ich hier runter. Das ist bestimmt keine Falle, oder? So. Ne, Moment. Bin ich hier nicht ganz falsch? Hier bin ich ganz falsch. Scheiße. Ich bin so ein Dumm. Glaub, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Das Spiel ist eins der linearsten Metroid-Spiele und ich verlaufe mich hier. Och, Leute. Also, ich komme hier nicht hin, ich komme da nicht hin. Wo komme ich hin? Da muss es ja hier irgendwo weitergehen. Ja, guck mal hier. Bam, bam, bam. Bevor du schießt. Ich hab gesagt, bevor du schießt. So. Nicht? Nicht? Ah. Und hört ihr das? Oh. Klonk, 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 klonk. Ah, das SAX. Das ist so cool. Die Reste unseres Anzugs, wie wir erfahren durften. Die Reste unseres Anzugs bewegen sich jetzt einfach so durchs Schiff. Wir können dagegen nichts tun. Nur hoffen, dass es uns nicht sieht. So, hier können wir nicht weiter. Die Larven, die schlüpfen langsam. So. Im Moment, hier können wir gar nicht durch. Ich struggle. So, kann man hier irgendwo hin? Nee, kann man hier irgendwo hin? Nee, okay. Och ja. So, hier kann man doch bestimmt irgendwo hin. Nicht? Okay.
Och Mann, ich will mehr Raketen. Meine. Hier ist bestimmt irgendwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier oben ist was. Irgendwo da. Oder? Umsonst ist das doch nicht so hoch. So. Gibt's doch bestimmt irgendwann irgendwo irgendwie was. Na. Komm. Ich will doch nur ein Geheimnis finden. Oh. Endlich habe ich mal Glück. Oh, ich habe ein Geheimnis gefunden. Ist hier noch irgendwo was? Jo. Nee? Nee. Okay. Bin ich hier irgendwas? Nee. Okay. Dann geht's weiter. Wo müssen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Oh, super. Wo müssen wir als nächstes hin? Ich weiß es nicht. Ach, musste ich nur schießen? Na dann. Na dann, wie findet ihr Metroid Fusion eigentlich? Ich finde ja Metroid Fusion echt toll. Also, Metroid Fusion finde ich vielleicht sogar ein bisschen besser als Metroid Zero Mission sogar. Also, ich weiß, es gibt natürlich Leute, die sagen, das Spiel ist linear, das Spiel ist kacke. Oder, das ist... Ja gut, linear ist es wirklich. Und der gute Adam kann doch schon leicht nerven mit, hey, du gehst jetzt dahin. Hey, du gehst jetzt dahin. Aber grundsätzlich, das Spiel sieht mega super toll aus. Meiner Meinung nach ist es das schönste 2D-Metroid. Ich meine, Zero Mission sah okay aus, Super Metroid sieht toll aus, aber dieses Spiel sieht einfach mega toll aus, quasi. Aber ich mag's. Ja gut, nur halt der Adam, der nervt ein wenig. Zwar nicht so sehr wie der Adam in Other M, aber dazu kommen wir irgendwann noch. Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Das SAX ist in die Wasserumgebung von Sektor 4, Aqua, eingedrungen. Und mit ihm mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleuse konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Sind die Anweisungen klar? Sehr gut, machen Sie sich nun auf den Weg zu Sektor 4. Na dann, Adam. Ach ja. Dann gehen wir halt zu Sektor 4. Na Samus, hast du was zu sagen? Immer doch. Das SAX, ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Das SAX ist eine Kopie, ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es sein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Ja, Samus, das sollten wir auf jeden Fall machen, ne? Ich meine, aktuell sieht's ja noch nicht ganz so toll für dich aus, aber hey, du hast den Fusion Suit, der echt cool aussieht. Und du hast mich. Ich steuere dich. Ist das nicht toll? Sag einfach nix, Samus. Oh, das Navigationsterminal. Da sind wir wieder. Hallo, Adam. Na? Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind, doch das hier, scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das SAX über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, diese X. Vor allem das SAX. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Ceres nannten. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weitreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Ceres zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das SAX es befreit, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum.
Ceres ist wiederholt zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren. Wenngleich es sich hier um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Andernfalls könnte es in weitere Sektoren eindringen. Sind die Anweisungen klar? Aber sicher doch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch wir können sie nicht vom Netz trennen. Dies hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen. Wenn Sie in Kontakt mit dem Wasser geraten, so erleiden Sie einen schweren elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Na dann, Zeit zum Töten! Wir töten jetzt nämlich Ceres. Das rasant ist, das heißt, wir bekommen hier den... Ah, wen bekommen wir? Genau, den Varia-Suit. Ich wette, den Witz hat bestimmt jeder Mensch auf Erden gemacht, aber hey. Na dann, los geht's. Und der Sektor ist blau. Schön, schön, schön. Ich mag ja blau. Blau ist meine allerliebste Farbe. Aber was ist mit euch? Hä? Was los, ihr zwei? Wollt ihr kommen? Nein? Okay. Dann halt nicht. So. Was muss ich hier machen? Ah, Speed Booster Blöcke. Okay. Hallo, Mr. Krabbe. Tschüss, Mr. Krabbe. Ah, nein, du Arsch. Bomben. Stopp. Und 1, 2. Genau. Ah, hier kann ich hin. Genau. Hier hängen nämlich diese Blöcke, die uns helfen können, von links nach rechts zu laufen. Ah, hier gibt es bestimmt Speed Booster. Nee. Drauffallblöcke, okay. Ah. Komm mal her, mein Freund. So, hier kann ich speichern. Möchte ich das? Nein, ich habe gerade gespeichert. Ah, Walljumping. Walljumping ist schön. So. Komme ich hier irgendwo hin? Warum nicht? Wie viele verdammten Raketen haben? Gib mir die Raketen. Rollein. Okay, immerhin. Immerhin ein paar Raketen. Hä? Och komm. Willst mich doch verarschen. Ich bomb die ganze Station weg. Moment, da kann ich... Ja, bestimmt... Oh. Oh. Ich will diese Raketen haben, ihr Arsch. Ihr Arsch. Ihr Arschgeigen, wollte ich sagen. Och, Leute. Ah, wunderschön. Mehr Raketen. Wie viele haben wir jetzt? 60? Sag ich mal her. 70. 60. Oh, wir haben hier 64 Raketen. Wie viele Raketen haben wir? Verdammt. So, und 1 und 2 und 3. So, wunderbar, Samus. So, wo geht's hier lang? Geht's hier weiter? Nein, geht's nicht. Das heißt, wir sind hier fertig. Ein Geheimgebiet. So viel hab ich ja. So viel weiß ich ja. Die grünen Gebiete sind vollkommen optional. Und dieser Stromstoß war auch recht optional, also es sei denn, er löst einen super tollen geheimen Glitch aus, den nur ich kenne. Aber ich kann euch sagen, der Stromstoß war optional. So, Mr. Krebs hier, so. Leute, 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 Fischis. Kommt mal her, einmal hier. Bäm. Oh, jetzt wird's ein großes Fischi. Das mögen wir nicht. So. Ach, Samus, komm mal hier. Bäm. Komm mal hier, Samus. Bäm. Oh, ich mag es. Ich gewöhne mich langsam ans Schießen. Ich meine, ich habe zwar immer noch lieber ein Schwert in der Hand, aber man muss ja nicht immer das Schwert haben, ne? Drücken wir ein paar Missiles hier rein.
laufen durch das Wasser. Ach ja, so ein tolles Spiel. Man kann sogar im Wasser planschen. So. Okay, das war nicht ganz so cool, wie ich es wollte, aber hey. Oh, Energy Tank. Ich glaube, den weiß ich sogar noch, dass es den da gab. Ich bin zwar jetzt nicht explizit da hingegangen, um den zu holen, aber hey. So, scheiß auf den Schaden. Wir haben viele Energy Tanks. Was gibt's denn hier? Ein Speicherraum. Gibt's hier irgendwas? Checken wir mal aus. Jo, bam, bam, bam. Kann der Beam eigentlich die Blöcke treffen, die man kaputt machen kann? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nach dem Motto, dass der Beam mir anzeigt, hey, hättest du jetzt die Screw Attack, könntest du da weiter? Ich weiß es gerade gar nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Beschreibung schreiben, genau. Nein, in die Kommentare schreiben, denn ich habe ja gesagt, ich möchte noch mehr Metroid-Teile spielen und 100% Metroid, also ein 100% Run, der ist auf jeden Fall nochmal drin, gerade für Fusion. Weil ich mag Metroid Fusion. So. Ups. Was war das denn? Och, Samus. Kannst du nicht höher springen, wenn du ein Ball bist? Selbst ich kann mit meinen Bällen höher springen. So, halt dich fest, Samus, Samus! Oh, warum tust du das? Oh. Mein Gott, halt dich da fest. Okay, so ist natürlich... Ah, wunderbar. Nein, nein, nein. Pass auf die blauen Bälle auf. Gut, Samus. Feine Samus. So, geht's hier weiter? Hier geht's auch weiter. Gehen wir mal hier lang. Moment, da geht's doch zu Ceres, oder? Geht's hier zu Ceres? Hm. Gucken wir doch mal, gucken wir doch mal. Da hat man mich verarscht. Du niederes Geschöpf, du. Nein? Genau, Samus. Du verstehst mich langsam. Mein Samus, du bist... Keine Ahnung, was bist du eigentlich? Du bist ein netter Mensch bist du, aber... Kann ich nicht? Nö. Was ist das hier? Muss dieser Raum für mich Sinn machen? Oder vielleicht... Nee. Oh! Das wusste ich gar nicht. Da. Secret erkannt. Missiles gebannt, sag ich da nur. Guck mal hier, schöne Missiles. Jo. Wir finden aber heute viele Missiles. Ach ja, ich find's schön. Ich hab gerne viele Missiles. Kann ich immer schön viel ballern. So, was gibt's hier? Gibt's hier was Tolles? Nein, gut. Dann halt nicht. Oh, der Pumpenkontrollraum. Vielleicht können wir hier die Pumpe kontrollieren. Ah, nee, eben nicht. Okay, also erst zu Ceres. Oh. Ah, hier gibt's bestimmt Anhaltspunkte auf Ceres. Jo, bam. Nein, du bist zu klein. Ich komme nicht an dich ran. Oh. Sollte mal mehr von den gelben X'en sammeln. Damit ich auch meine Leben immer regeneriere. Ich vergesse das immer. Nein. Ach, Samus, warum bist du so groß? Samus, Samus! Ach, Samus, bitte. Nein, halt dich fest. Gut. Och, Mann.
hasse es, wenn sich Samus festhält und manchmal nicht. Blöp. So, Samus hoch. Samus hoch. Genau, Samus. Wunderbar, ich hab's geschafft. In den nächsten Speicherraum. Und beim nächsten Mal machen wir dann Ceres richtig hart fertig. Weil hier ist die 30er-Zone und Samus ist das blaue Männchen, was den Strafzettel der Gerechtigkeit verteilt. Ich bin der Momo, das ist die Samus. Und das war Metroid Fusion. Hoffentlich hat es euch gefallen und ich sehe euch. Oder lese euch im nächsten Part. Bis dann und ciao.